So, schönen Nachmittag. Herzlich willkommen bei der Pressekonferenz nach dem Spiel FK Austria Wien SV Mattersburg 2:3. Ich darf immer bitten, die beiden Trainer kurz ein Statement zum Spiel abgeben zu lassen und dann eure Fragen. Wie immer wollen wir mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, in dem Fall. Gerhard Baumgartner, ja, bitte. Guten Abend. Erste Halbzeit, denke ich, war es ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften waren offensiv sehr gefährlich. In der Defensive, denke ich, waren beide Mannschaften nicht sattelfest, um auch das Ergebnis 2:2. Wir haben dann versucht, in der Halbzeit das zu besprechen, was umzustellen. Wir wollten auch unbedingt zu Null spielen, zweite Halbzeit. Und dann war, wenn wir das zusammenbringen, waren wir überzeugt, dass wir das Spiel heute gewinnen können. Wir hatten richtig gute, hundertprozentige Tormöglichkeiten, um das Spiel vorher schon entscheiden zu können. Somit war es ein offener Schlagabtausch bis zum Schluss. Ist natürlich dann immer ein wenig glücklich, wenn du später Siegertreffer schießt. Aber wir wollten das unbedingt. Wir dürfen es, wir müssen es nicht. Wir konnten ohne Druck heute daherfahren und haben natürlich auch versucht, die beiden Außenspieler Pires und Venuto aufzuhalten. Das ist uns in der ersten Halbzeit nicht so geglückt, in der zweiten Halbzeit dann sehr gut. Und deswegen, glaube ich, war das Ergebnis auch für mich, von meiner Seite her, sehr gut. Wir freuen uns sehr und auch nicht unverdient. Danke, Gerhard. Thomas Letsch, darf dich bitten um deine Worte. Ja, also ich würde die erste Halbzeit noch ein bisschen drastischer beschreiben, wobei es mir nicht zusteht, sage ich mal, über Mattersburg was zu sagen, aber wie wir verteidigt haben in der ersten Halbzeit, das war schon nicht mehr grenzwertig, sondern es war einfach schlecht. Wenn man die Statistik sieht mit 23:16 Torschüssen, dann sagt das schon was aus. Also so schön das war nach vorne, das war uns auch klar, dass wir da zu Möglichkeiten kommen mit den schnellen Spielern, mit viel Tiefgang, und das haben sie gut umgesetzt. So schlecht haben wir einfach verteidigt. Und wenn es zur Halbzeit 5:5 steht, dann haben alle Zuschauer Spaß, aber wir Trainer sicher nicht. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir natürlich gesagt, okay, wir brauchen mehr Balance, das haben wir dann auch geschafft. Aber unterm Strich, ja, es sind dann viele Torschüsse, es würde mich interessieren, wie viele dann aufs Tor gekommen sind. Das letzte bisschen hat eben gefehlt, und ich habe es zur Mannschaft gesagt, wir tun gut daran, jetzt nicht zu sagen, okay, da war ein Foul, Blödsinn, das war ein Foul, das vorangegangen ist, das dann zum Tor geführt hat, aber in erster Linie sind wir selbst dafür verantwortlich, das wissen wir auch. Alle Beteiligten, dass wir in erster Linie verantwortlich sind für die Niederlage, die tut weh. Ein bisschen Quäntchen Glück hätte es vielleicht anders laufen können, aber auch dann wird man hier sitzen und über ein Spiel sprechen, mit dem wir sicher nicht zufrieden sein können, weil es gehört nicht nur die Offensive dazu, sondern die Defensive ist die Basis, und die war schlecht. Danke, meine Herren, für die ersten Worte. Ich darf wie immer bitten, auf den Philipp zu warten, dann kommt mit Mikro und dann eure Fragen. Bitte. Wolfgang Händler, Kronenzeitung. Gerald, ihr habt es, glaube ich, 22 Mal, also vor deiner Zeit, vor allem hintereinander gegen die Austria nicht gewinnen können, und jetzt dreimal hintereinander. Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum man jetzt auf einmal als Mattersburg so selbstbewusst gegen die Austria auftreten kann? Ja, die Spiele sind alle sehr knapp, und wir haben in dieser Saison bewiesen, dass wir gegen die Großen eigentlich immer noch ein paar Prozent draufhauen, und das war heute auch wieder so, und wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Ist natürlich, die Austria ist immer noch die Austria, sie haben auch einen sehr guten Trainer, und da ist es dann nicht leicht, wenn kurz vorher Trainerwechsel war, wie werden sie spielen, wie werden sie auftreten. Wir haben uns das genau angeschaut, und ja, ich denke, das ist jetzt einmal so, und vorher war es anders, und ich bin aber froh, dass wir das drehen konnten und jetzt auch wieder gegen die Austria siegen können. Peter Gröbel? Ich frage wahrscheinlich jetzt den Falschen, aber es sitzt nur einer oben. Die vielen Verletzungen, ich meine, ist das noch normal? In jedem Spiel passiert irgendwas bei der Austria? Ja, es ist, sagen wir so, ob es normal ist oder nicht normal ist, es macht es natürlich nicht einfacher. Wenn wir speziell, letzte Woche mussten wir einen Alex Borkovic früh runternehmen, einen Innenverteidiger, jetzt mussten wir Michi Madl früh runternehmen. Das ist natürlich alles andere als günstig und verbaut einem dann ein paar Optionen, die man vielleicht im Laufe des Spiels noch hat. Aber ja, so viele Sachen sind es gar nicht. Wie gesagt, das beim Raphael ist wieder was ganz anderes. Es ist bei jedem unterschiedlich zu betrachten. Alex Borkovic ist so ein Fall,
ja, das wissen wir, hat immer wieder damit zu kämpfen. Wir haben, glaube ich, alles abgeklärt und wir werden nicht aufhören, weiter abzuklären. Und Michi Madl, wissen wir alle, wie lange er verletzt war. Jetzt kommt eben doch ja, eine Reaktion vom Muskel. Er hat klar signalisiert, er kann. Es hat jetzt dann eben doch Probleme gemacht. Ja, aber nichtsdestotrotz, heute kam der Michael Blaunsteiner rein und hat es sehr gut gemacht. Also daran lag es nicht. Thomas Muck oder Peter? Thomas Muck. Herr Litsch, die defensive Leistung und die defensive Vorstellung Ihrer Mannschaft zieht sich jetzt schon ein bisschen seit 3 Spielen wie der sprichwörtliche Faden durch das Spiel. Die Fehler, die Konteranfälligkeit, haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, natürlich habe ich eine Erklärung. Also, wobei ich es ein bisschen differenziert sehe. Also gegen Rapid muss man sagen, da haben wir einfach individuelle Böcke geschossen, die den Gegner eingeladen haben. Und die haben natürlich dann auch das Glück gehabt oder die Qualität, jeden Ball dann auch einzumachen. Gegen LASK haben wir 1-0 verloren. Also und davor gab es eine Großchance, sehe ich jetzt ein bisschen anders beim letzten Spiel. Heute haben wir es nicht geschafft, die Balance zu finden. Es war uns allerdings klar, wenn wir mit Alex Grünwald und Tarkan Serbest spielen, dass wir dann eigentlich schon eher auf die spielerische und offensive Komponente setzen. Aber da haben wir es versäumt, die Räume zuzumachen. Viele Dinge, die wir trainiert haben und besprochen haben, haben eben nicht geklappt. Und hinzu kamen schon auch individuelle Schnitzer. Also wenn Smail Prevliak im 1 gegen 3 ein Tor schießt, dann ist das natürlich nicht ideal verteidigt als Mannschaft. Und das muss ich auch dazu sagen, wenn ich jetzt über eine schlechte Defensivleistung spreche, dann spreche ich jetzt nicht von der Abwehrkette, sondern da spreche ich eben von der ganzen Mannschaft. Aber wie gesagt, ja, kriegen zu viele Tore, das ist keine Frage. Aber Sie können sicher sein, wir analysieren jedes und versuchen daraus die Konsequenzen zu ziehen und daraus zu lernen. Eine Frage habe ich noch an den Gerald. Zuerst einmal Glückwunsch zum Sieg. Ich habe so das Spiel ein bisschen unter dem Titel gestellt, die letzte Europacup-Hoffnung. Schaust du auf die Tabelle, schaust du auf die Admira oder wie geht ihr jetzt die letzten Spiele an? Ja, wir haben natürlich heuer den Luxus, dass wir auf den 5. Platz schielen dürfen und dass wir das dürfen nicht müssen, anders wie bei der Austria. Und wir haben natürlich auch den psychologischen Vorteil, ein wenig das schaffen zu können. Jetzt sind wir knapp dran, jetzt schauen wir mal, wie die Admira jetzt die letzten Spiele spielt. Wenn wir dabei bleiben sollten, dann werden wir alles versuchen, um das zu schaffen, aus sportlichen Gründen. Und ja, da freuen wir uns natürlich, dass wir bis zum Schluss jetzt so knapp dran sind. Gut, gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine mehr. Dann Dankeschön und danke, schönes Wochenende.